Hallo und willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video geht es um die Mitsubishi J2 M2. Die J2 M2 ist ein japanischer Jäger auf einem Battle Rating von 4.0 im RP und ein Jäger, der in meinen Augen unglaublich stark ist. Die J2 M2 Raiden, und ich sage bewusst Raiden und nicht Raiden, wie sie oft fälschlicherweise bezeichnet wird, ist ein Flugzeug, das auch auf 4.0 ein absolutes Monster ist, und wenn man sich zurückerinnert, als dieses Flugzeug ursprünglich im Spiel eingeführt wurde, war es zeitlang weit unter 4.0, soweit ich mich erinnere, auf 3.3, und auf diesem Battle Rating fungierte es wie ein einmotoriger Todesstern. Kommen wir kurz zu den Vor- und Nachteilen der J2 M2. Auf der Seite der Vorteile steht ganz klar die gute Geschwindigkeit auf diesem Battle Rating, die gute bis sehr gute Steigleistung, die gute Sturzfluggeschwindigkeit sowie auch eine wirklich sehr stabile Fluglage. Auf der Seite der Nachteile steht die Bombenzuladung von 260 Kilogramm Bomben. Das Positive hierbei ist, diese Bombenzuladung muss nicht erforscht werden, die steht von Anfang an zur Verfügung. Das Negative daran ist, diese Bombenzuladung ist absolut sinnbefreit, denn was wir mit diesen 60 Kilogramm Bomben vernichten können, können wir auch mit den Maschinengewehren vernichten. Die Bombenzuladung von 260 Kilogramm Bomben haben übrigens sämtliche Modelle der J2 M-Serie in Warfunder, und bei sämtlichen Modellen macht diese Bombenzuladung in meinen Augen absolut keinen Sinn. Weiters auf der Seite der Nachteile steht für mich die Wendigkeit. Dies bedeutet nun nicht, dass die J2 M2 nicht wendig wäre, aber sie ist im japanischen Forschungsbaum in der gleichen Linie wie auch die A6M Modelle, sprich die Zeros, oder wie ich sie auch gerne nenne, der Inbegriff der Wendigkeit, und im Vergleich zu diesen hat die J2 M2 doch deutlich das Nachsehen. Weiters muss erwähnt werden, dass, wie vorhin erwähnt, die Bombenzuladung wenig bringt. Das heißt, dieses Flugzeug ist wirklich rein als Jäger einsetzbar. Und zuletzt auch noch das hohe Risiko bei Angriffen auf Bombern genannt. Die J2 M2 wurde entwickelt für den Angriff auf Bomber. Wir haben allerdings das Problem, dass wir zwar 20mm Maschinenkanonen dabei haben, diese allerdings nur mit insgesamt 200 Schuss. Die Waffen sind sehr, sehr ineffektiv bei einer Entfernung größer als 400 Meter, und zu guter Letzt halten wir typisch für japanische Flugzeuge auch noch relativ wenig aus. Wie es mir nun mit der J2 M2 in Warfunder ergangen ist, seht ihr im Gameplay. Zuvor aber, wie gewohnt, die Background Story. Ich wünsche gute Unterhaltung. ならないのか。はい。敵の戦闘機に追従に入られた場合、その対処はどうしたらいいですか。まず、
敵が十分から右からなら右来たならば敵の角度が深くなるように手と足を操作してグッと撃つと飛行機はこういう格好になる。それでハーフロールで下へ下がったんじゃまずい。だからここでこっちからどっち来たならばこれこういう風になるように逃げる。Der von der japanischen Marine eingesetzte J-2M Raiden-Jäger von Mitsubishi war der erste japanische Jäger, der von Anfang an für die Abfangrolle konzipiert wurde, wobei auf die Geschwindigkeit und die Steigleistung gesetzt wurde, nicht aber auf die Wendigkeit. Seine gute Leistung, seine gute Bewaffnung und auch sein Panzerschutz machten ihn zum vielleicht effektivsten Bomberzerstörer, den die Japaner während des Pazifikkrieges gegen die USA und insbesondere gegen die B-29-Verbände eingesetzt haben. Der Raiden-Jäger, zu deutsch wörtlich übersetzt Donnerschlag, erhielt von den Alliierten den Codenamen Jack und hatte während seines gesamten Einsatzzeitraumes ständig mit technischen Schwierigkeiten und Produktionsschwierigkeiten zu kämpfen. Und somit wurden nur 476 Stück dieses Abfängers gebaut. Dies war zu wenig und auch zu spät, um den Ausgang des Krieges noch beeinflussen zu können. Der Entwurf zur J-2M entstand bereits im Oktober 1938, als der Chefkonstrukteur von Mitsubishi, Jiro Horikoshi, mit der japanischen Marineluftwaffe Vorgespräche über einen neuen, landgestützten Abfänger führte. Da das Team von Horikoshi aber zu diesem Zeitpunkt intensiv mit der A6M-Serie, den legendären Zero-Jägern, beschäftigt war, wurde das Projekt gleich zu Beginn ein Jahr lang auf Eis gelegt. Erst im September 1939 wurde die finale Spezifikation erstellt. Diese Spezifikation verlangte nach einem landgestützten Abfängerjäger, der eine Höchstgeschwindigkeit von 600 km/h in einer Höhe von 6000 Meter erreichen musste. Er sollte zudem in weniger als 5,5 Minuten auf 6000 Meter steigen können, die notwendige Startbahn sollte 300 Meter nicht überschreiten müssen, die Landegeschwindigkeit sollte nicht mehr als 140 km/h betragen müssen und die Bewaffnung sollte die gleiche sein wie auch jene in der A6M2 mit zwei 20 mm Kanonen und zwei 7,7 mm Maschinengewehren.
Das Thema Wendigkeit wurde in der Spezifikation nicht erwähnt. Horikoshi hatte die Wahl zwischen dem Aiki HA60 Atsuta Motor, einem Nachbau des Daimler-Benz DB601A und dem Mitsubishi HA32 Kasai, einem luftgekühlten 14-Zylinder-Motor mit 1440 PS Startleistung. Jiro Horikoshi entschied sich für den leistungsstärkeren Kasai-Motor, obwohl dieser einen höheren Kraftstoffverbrauch hatte. Die Entwurfsarbeiten für den ersten Prototypen, den J2M1, begannen in den ersten Wochen des Jahres 1940. Dieser sollte einen 1460 PS starken Mitsubishi Sternmotor und einen 3-Blatt-Propeller erhalten. Da der Kasai Sternmotor über eine relativ große Stirnfläche verfügte, wurde der Motor zur Minimierung des Luftwiderstandes mit einer Verlängerungswelle ausgestattet, um den Einsatz einer konischen Motorhaube zu ermöglichen. Die hohe Priorität, die Mitsubishi der Entwicklung der Zero Gun einräumte, führte aber dazu, dass die Fertigstellung des ersten Prototypes auf Februar 1942 verschoben wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte Jiro Horikoshi seinen Posten als Chefkonstrukteur an Kiro Takahashi bereits abgegeben. Der erste Prototyp flog erstmals am 20. März 1942 und war einer von drei J2M1, die jemals gebaut wurden. Der J2M1 hatte sich zwar gut geschlagen, aber die Testpiloten beklagten sich, dass die Sicht aus dem Cockpit völlig unzureichend war und die Krümmung der Windschutzscheibe die Sicht nach vorne dermaßen stark verzerrte, dass dies insbesondere bei einer Landung zum Problem wurde. Weiters gab es auch Probleme mit der Einstellmöglichkeiten der Propelleranneigung und dem Fahrwerk sowie auch dem PR-Rotor. Gravierend war die maximale Geschwindigkeit von nur 575 km/h auf 6000 Meter und die Steigrate von fast 8 Minuten auf 6000 Meter. Dies widersprach klar den geforderten Werten der Spezifikation. Folglich wurde der zu bauende vierte Prototyp umfassend überarbeitet und in das leistungsstärkere J2M2-Programm überführt. Der Motor wurde modifiziert, um eine kürzere Verlängerungswelle einbauen zu können. Mit dem neuen Triebwerk konnte die Nasenlänge um etwa 30 cm verkürzt werden, was die Sicht des Piloten bei der Landung stark verbesserte. Darüber hinaus wurde ein vierblättriger Propeller eingebaut, sowie auch ein höheres Cockpitdach. Das Motorgewicht war um rund 14% gestiegen, wodurch der Kraftstofftank von 710 Liter auf 550 Liter reduziert werden musste, um die Position des Schwerpunktes beizubehalten. Diese Änderungen führten dazu, dass der ursprünglich vierte angedachte Prototyp J2M1 zur ersten J2M2 wurde. Die J2M2 startete am 12. Oktober 1942 zu ihrem Erstflug. Die Bewaffnung bestand wie gefordert aus zwei 7,7 mm Maschinengewehren vom Typ 97 mit je 550 Schuss und zwei flügelmontierten Kanonen vom Typ 99 mit 20 mm und insgesamt 200 Schuss. Die japanische Marine war so zuversichtlich, dass die J2M2 ihre Anforderungen gerecht werden würde, dass sie das Design für die Serienproduktion freigab, noch bevor das Flugzeug vollständig geprüft werden konnte. Die Produktion erfolgte im Anschluss im Mitsubishi Werk Nummer 3 in Nagoya. Bald stellte sich heraus, dass die Entscheidung, das Flugzeug in Produktion zu geben, verfrüht war. Fast unmittelbar nach der Inbetriebnahme traten schwerwiegende Probleme mit dem Motor auf. Bis März 1943 wurden somit auch nur 11 Stück der J2N2 ausgeliefert. Die Auslieferungen verliefen generell schleppend und lediglich 141 Exemplare wurden in den Jahren 1943 bis 1944 produziert. Die J2M2 fiel insbesondere durch Probleme auf, wie Triebwerksvibrationen und einer übermäßigen Rauchentwicklung. Aber auch weitere, teils kleinere Probleme führten immer wieder zu Produktionsverzögerungen. So stürzte die zweite und zehnte produzierte J2M2 ab, da beim Einfahren des Fahrwerkes die Spornradstrebe auf die Drehwelle des Höhenleitwerks drückte. Diese drückte wiederum die Steuersäule nach vorne und brachte die Maschinen zum Absturz. Weitere Maschinen brachen auch in der Luft einfach auseinander. Ursache hierfür war eine mangelhafte Motoraufhängung. Insgesamt wurden 155 J2M2 Flugzeuge gebaut, bevor die Produktion im Mai 1944 auf die J2M3 Version umgestellt wurde. Jede Variante der J2M mit der größten Stückzahl mit 281 Stück und zugleich auch dem erfolgreichen Nachfolgemodell der J2M2.
So, wir fliegen über Saipan bzw. Tinian und bei der Munition, was haben wir eingepackt? Allzweckmunition sowohl für die Maschinengewehre wie auch für die Maschinenkanonen. Grund ist relativ einfach, wie so oft aus der Erfahrung heraus. Und jetzt geht's auch schon los. Wir haben einen Luftstart mit unserem landgeschützten Abfängiger. Und wie so oft auf dieser Karte, und das ist unabhängig, ob ich auf der Seite der Japaner spiele oder der Alliierten, zieht es mich auf die, von uns gesehen, rechte bzw. nun gerade vor uns liegende Insel Tinian. Warum, kann ich schwer sagen, aber ich ertappe mich jedes Mal dabei, dass die Karte zwar Saipan sich nennt, ich aber selten direkt über der Insel Saipan bin. Die J2M2, ein japanischer Abfangjäger, der zwangsläufig auch für die Höhe gebaut wurde. Abfangen möchten wir, auf die Höhe möchten wir jetzt nicht. Das hat einfach auch den Grund auf dieser Karte. Natürlich spielt sich auch einiges auf größerer Höhe ab. In dem konkreten Fall jetzt sage ich jetzt einmal so mit 3, 4, maximal 5000 Meter sind wir absolut gut bedient. Und mein Ziel ist es jetzt ohne dies über Tinian ein, zwei Jäger bzw. Schlachtflieger oder Bomber mir zu schnappen. Die O2 ebenso ein Flugzeug, das ich optisch wirklich ansprechend finde. Auch ein bisschen atypisch für die Linie, wo dieses Flugzeug auch beheimatet ist. Genau dort, wo die Zeros zu Hause sind. Und wenn dessen die Zeros noch ein bisschen Eleganz ausstrahlen, so ist die J2 eben so eher so ein kleines, bulliges Etwas mit der Bewaffnung der Zero. Von der Wendigkeit her eine ziemliche Umstellung im japanischen Bau, denn vor der J2M2 und nach der J2M2 sind die Zeros auch beheimatet, die Zeros, die wirklich die Wendigkeit de facto definieren. Und die J2M2 ist zwar auch einigermaßen wendig, ich würde sie aber dennoch viel mehr als Boom and Zoom bzw. Energy Fighter einordnen. Ein Blick auch nach vorne gerichtet, man sieht hier auch die Flakstellungen haben bereits irgendetwas auch unter Feuer gesetzt und man sieht unten auch, ich hoffe, das sieht man dann auch im Video, die ersten ein, zwei Pixel, die da herumschwirren. Und rechts in der Bildschirmhälfte, man sieht auch eine A36, gibt ein bisschen Gas, eine B25 gab Gas, denn die war wohl zu ehrgeizig und scheiterte relativ früh. So, und der Blick auch immer wieder mal nach links, denn natürlich das große Interesse fliegt irgendwo da unten herum. Aber ich möchte jetzt natürlich auch gewappnet sein, sollten vielleicht auch ein, zwei Jäger die Schlacht bzw. Jäger hier in Bodennähe unterstützen wollen. So, und man sieht ja auch in der Nähe der Küste unten ein schwarzer Pixel. Ich muss das auf YouTube dann später mal kontrollieren, ob der auch sichtbar wird. Aber nun bereits markiert eine A36 und auch eine B51. So, eine schöne, sage ich mal, 1 vs 2 Kombination. Und die B51, ja, die versucht man hochzusehen, das soll sie machen. Die verliert man ihre komplette Energie und wir widmen uns der A36. So, und ja, ein erstes Stelldichein, ein erster Treffer, aber noch ist nicht viel passiert. Und wir versuchen hier immer wieder, typisch für Energy Fighting, ein Wechselspiel zwischen Geschwindigkeit und Höhe und das wirklich harte Turnen, ja, vermeiden wir, solange es noch irgendwie möglich ist. So, die B51 macht auch irgendetwas, ist mir jetzt aber egal, denn wir haben die A36, ein zweiter Treffer. So, das wird jetzt nichts.
Jetzt höre ich ein bisschen nach, denn ich weiß jetzt nicht, wo die B51 ist. So, ah, da war sie ja. Gut, zurück zur A36. So, noch einmal, noch ein Treffer und so, jetzt aber. Die A36 hat es hinter sich und die B51, ja, hat nun das große Vergnügen, meine gesamte Aufmerksamkeit zu erlangen. Und sie macht es ähnlich, ja, eher, ich möchte fast sagen, tollpatschig wie zuvor, zieht hoch, verbratet wieder alles an Energie. Und ja, während die B51 jetzt versucht, wieder Geschwindigkeit aufzubauen, versuche ich mich jetzt in eine möglichst gute Position bei der B51 aufzubringen. So, und ja, aber ja, dreht schön nach. So, aber jetzt kritischer Treffer, da fehlt jetzt auch was am Flügel, nicht getroffen, aber ich glaube, jo, das war zu viel für den Kollegen in der B51 und das war jetzt auch schon der zweite Kill. In der Zwischenzeit sieht man auch, die Freunde der Marine, der Alliierten Marine, sind auch ein wenig nervös geworden und ballern immer wieder mal auf mich, hier allerdings keine große Gefahr. So, bei den Gegnern, ja, da sind noch zwei über, eine BBJ und eine B47, beziehungsweise die BBJ, ja, die ist jetzt eben auch ausgestiegen worden, das heißt, es bleibt noch die B47. Und wenn man sich das jetzt so ansieht, tja, ich sage mal, fast das gesamte japanische Team ist noch da. Und eine B47. Die hat jetzt einen riesengroßen Vorteil, und zwar das ist die Geschwindigkeit. Denn, tja, mit Ausnahme der KI-100, die ganzen A6M-Jäger können geschwindigkeitstechnisch nicht mithalten. Und die B47 kann jetzt einigermaßen gut abhauen. Sie fliegt aber mehr oder minder in meine Richtung, das heißt, wir halten jetzt die Höhe, warten auf den günstigen Moment und werden dann die Höhe gegen Geschwindigkeit eintauschen. Und das sollte dann auch es uns ermöglichen, in eine einigermaßen gute Schussposition zu gelangen. So, B47, jetzt bald unter uns und so, jetzt drehen wir ein, nehmen Geschwindigkeit auf. Die B47 wird jetzt auch, ja, natürlich, sie wird nervös. So, und ja, versucht, dass wir aussteigen, machen wir auch nichts, denn auch wir haben einen einigermaßen guten Motor, das heißt, wir verbrennen Energie, um sie auch bald wieder aufbauen zu können. 47, tja, macht es mir schon fast einfach, aber tja, treffen muss ich dann wohl selbst auch noch, aber ja, das gelingt jetzt auch, ein kritischer Treffer. Und noch ein Treffer und das war's. Flugzeug zerstört. Und ich glaube, das war jetzt auch der letzte Jäger. So, noch eine Siegesrolle. Ich sag jetzt schon mal danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Wenn noch nicht abonniert, gerne auch ein Abo. Und es würde mich freuen, euch bald wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Danke fürs Zusehen.